Hallo, ich bin der Lois Arbeiter, der Sänger des Hotels Kummer eigentlich. Nur begonnen hat die ganze Geschichte mit dem Schlagzeuger Christian Sitzwohl, der einige Leute eingeladen hat, mit die Musik zu machen, und das ist dann sehr schön geworden. Obwohl die Schönheit sich sehr verändert hat, weil die Band mittlerweile doch ein völlig anderes Gesicht bekommen hat mit der neuen Gitarre und vor allem der neuen Klavierspielerin. Mir zunächst einmal den Abbau von Depressionen, das war der erste wesentliche Punkt, und ich glaube, die Zusammenfassung von Herrn Mittleralters das mit Beziehungsproblemen war ja am Anfang überhaupt eine sehr konstituierende Angelegenheit dieser Band. Und die auch noch in der Gruppe sind und ein bisschen jünger werden, sehen, es gibt irrsinnig viel Halt auf die Dauer. Ja. Die Erwartungen ins Hotel Kummer sind wahnsinnig hoch. Es soll nämlich weiter so lustig bleiben, wie es derzeit ist. Und irrsinnig schön wäre es, wenn man die Leute nicht permanent einladen muss, dass sie kommen, sondern sie einfach so zu den Konzerten kommen. Und zwar in erster Linie deshalb, weil sie so wahnsinnig gern spielen. Und dazu brauchen wir einfach immer volle Konzertsäle. Meine Texte schreibe ich entweder in der Mittagspause oder am Abend beim Bier. Gelegentlich auch zwischen zwei Bieren, aber das merkt man dann eher in den Texten. Viva la Revolution! Okay, damit ist alles gesagt.